In der sechsten Einheit wollen wir uns darauf konzentrieren, deine Körperspannung zu erhöhen. Wir werden eine Reihe neuer Übungen kombinieren und so aktiv an deiner Haltung arbeiten. Wir beginnen im aufrechten Stand. Starten wir mit der Übung Rückenstrecker mit Rotation. Komme dafür in einen hüftschmal geöffneten Stand. Deine Füße sind stabil und parallel zueinander. Verschränke deine Hände vor deiner Brust. Atme tief ein, zieh dich nach oben in die Länge und ausatmend beug deine Beine, setz dich tief. Bilde in deinem unteren Rücken ein geführtes Hohlkreuz. Mit der Einatmung lässt du den Oberkörper so weit sinken, wie du ihn gerade halten kannst. Und ausatmend hebst du den Oberkörper an und rotierst dich zur rechten Seite. Einatmend kommst du zurück zur Mitte. Wir starten gemeinsam. Atme tief ein, lass den Oberkörper sinken. Ausatmend hebt den Oberkörper nach links an und öffne dich. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Noch 5. Noch 4. Noch 3. 2. Ein letztes Mal. Lass den Oberkörper ganz entspannt nach unten hängen. Rolle dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Nimm dir deine Zeit. Wenn du oben angekommen bist, dann kreist du deine Schultern einmal, zweimal, dreimal in den Rücken. Locker sie, trinke einen Schluck Wasser und spüre nach, wie deine Rückenstrecke arbeitet. Vor allem der Bereich in deinem unteren Rücken. Versuche während der gesamten Übung, deine Knie stabil und parallel zueinander zu halten. Denke daran, dass du nur so tief gehst, dass du den Oberkörper lang halten kannst. Versuche den Oberkörper, so weit wie es für dich möglich ist, nach oben anzuheben. In 10 Sekunden starten wir in die nächste Runde. Verschränke deine Arme vor deiner Brust, atme tief ein, zieh dich in die Länge. Ausatmend setz dich tief. Starten gemeinsam nach rechts. Atme tief ein, Oberkörper sinken lassen. Ausatmen, heb den Oberkörper an, rotier dich nach rechts. Noch 5. 4, 3, 2, 1 und lösen. Sehr gut. Lass den Oberkörper hängen und rolle dich in deinem Tempo Wirbel für Wirbel nach oben auf. Richtig stark. Mach jetzt das, was sich für dich gut und richtig anfühlt. Locker deine Arme, locker deine Schultern. Trinke einen Schluck. Und versuche, den Oberkörper so weit wie möglich nach oben anzuheben während der Bewegung. Versuche, über dich hinauszuwachsen. Versuche, den Oberkörper so weit wie möglich zur Seite nach oben zu öffnen. In 10 Sekunden starten wir in die nächste Runde. Verschränke deine Arme vor deiner Brust. Atme tief ein, zieh dich nach oben in die Länge. Ausatmen, setz dich tief, stabile Knie. Wir starten gemeinsam nach rechts. Atme tief ein, lass den Oberkörper sinken. Ausatmen, Rotation nach rechts.
noch 5. 4. 3. 2. 1. Und lösen. Oberkörper hängen lassen. Kopf und Schultern ganz entspannt. Und rolle dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Nimm dir deine Zeit. Kreise deine Schultern einmal, zweimal, dreimal in den Rücken. Nimm die Spannung raus. Das war ganz, ganz stark. Versuche deine Atmung zu beruhigen. Trinke einen Schluck Wasser. Schenk dir selbst ein Lächeln. Beruhigt sich. Lass uns jetzt mit der zweiten Übung weitermachen. So kommen wir langsam rein und erweitern eine Sammlung an Übungen. Starten wir mit der Übung Chest Opener. Komm mit mir gemeinsam in den Vierfüßlerstand. Hol deine Schultern über deine Hände und deine Hüften sind parallel zu deinen Knien. Stell deine Zehen auf. Spreiz deine Finger und verlagere das Gewicht gleichmäßig auf allen 10 Fingern. Wir starten gemeinsam mit dem linken Arm. Einatmend hebst du den linken Arm nach oben an, der Blick folgt der Hand. Ausatmend tauchst du mit dem linken Arm unter dem rechten gebeugten Arm durch, der Blick folgt der Hand. 5. Einatmend, öffne dich. Ausatmend, tauchst du. 4. Einatmen, nach oben zur Decke öffnen. Ausatmen, tauchen. 3. Einatmen, nach oben öffnen. Ausatmen, tauchen. Noch 2. Einatmen, öffne dich. Ausatmen, tauchen unter dem rechten gebeugten Arm durch. Komm einatmen, zurück in den Vierfüßlerstand, setz deine linke Hand ab, wir wechseln die Seite. Einatmen, öffne dich, schau der Hand hinterher und ausatmen, tauch unter deinem linken gebeugten Arm durch, Blick folgt der Hand. 5. Einatmen, öffne dich, Blick nach oben Richtung Decke, ausatmen, tauchen. 4. Einatmen, nach oben öffnen. Ausatmen, tauchen. 3. Einatmen, Blick folgt der Hand. Ausatmen, schau unter deinem Arm durch. 2. Einatmen, öffne dich. Und ausatmen, tauchen. Einatmen, komm zurück in den Vierfüßlerstand. Komm gerne einmal in den Fersensitz. Locker deine Handgelenke, atme tief ein und aus. Schüttle deine Finger, locker deine Schultern. Ganz tiefe, ganz regelmäßige Atemzüge. Lass deine Atmung fließen. In 10 Sekunden starten wir in die nächste Runde. Wir heben den linken Arm zuerst nach oben an. Komm mit mir gemeinsam in den Vierfüßlerstand und richte dich aus. Schultern über die Hände, Finger spreizen, Zehen aufstellen. Los geht's. Einatmen, öffne dich. 5. 4. 3. 2. Einatmend öffne dich, spreiz die Finger. 1.
kurz einatmen, nach oben öffnen, ausatmen, unter deinem rechten gebeugten Arm durchtauchen, einatmen, komm zurück in den Vierfüßlerstand, setz deine linke Hand ab, wir wechseln die Seite. Einatmend, heb den rechten Arm nach oben an, Blick folgt der Hand. 5. Ausatmen, tauchen, Blick folgt der Hand. Einatmen, streck den rechten Arm lang nach oben, rotier dich. 4. Und 3. Zwei. Eins. Einatmen, nach oben öffnen, Blick folgt der Hand. Ausatmen, tauchen. Einatmen, komm zurück in den Vierfüßlerstand, setz deine rechte Hand wieder ab. Komm gerne einmal in den Fersensitz. Locker deine Handgelenke, atme tief ein und aus. Schüttle deine Finger, locker deine Schultern. Ganz tiefe, ganz regelmäßige Atemzüge. Lass deine Atmung fließen. In 10 Sekunden starten wir in die nächste Runde. Wir heben den linken Arm zuerst nach oben an. Komm mit mir gemeinsam in den Vierfüßlerstand und richte dich aus. Schultern über die Hände. Finger spreizen, Zehen aufstellen. Los geht's. Einatmend, öffne dich. 5. 4. 3. 2. Einatmend, öffne dich, spreiz die Finger. 1. Einatmend, nach oben öffnen, ausatmend, unter deinem rechten gebeugten Arm durchtauchen. Einatmend, komm zurück in den Vierfüßlerstand, setz deine linke Hand ab, wir wechseln die Seite. Einatmend, heb den rechten Arm nach oben an, Blick folgt der Hand. 5. Ausatmen, tauchen, Blick folgt der Hand. Einatmen, streck den rechten Arm lang nach oben, rotier dich. 4. 3. 2. 1. Einatmen, nach oben öffnen, Blick folgt der Hand. Ausatmen, tauchen. Einatmen, komm zurück in den Vierfüßlerstand, setz deine rechte Hand wieder ab. Komm gerne in den Fersensitz. Atme tief durch. Locker deine Schultern, locker deine Handgelenke. Trink einen Schluck Wasser. Prima, du hast die zweite Übung gut gemacht. Jetzt geht es mit der dritten von 5 Übungen weiter. Starten wir mit der Übung Butterfly Hip Thrust. Dafür kommst du mit mir gemeinsam in die Rückenlage. Rolle dich Wirbel für Wirbel nach unten in die Rückenlage ab und stelle deine Beine auf. Lege deine Arme am Körper entlang nach vorne ab. Lass deine Knie nach außen fallen. Deine Fußsohlen berühren sich. Mit der Ausatmung rollen wir uns von der Lendenwirbelsäule aus, Wirbel für Wirbel nach oben auf. Halten am höchsten Punkt und spannen das Gesäß maximal an. Mit der Einatmung rollen wir uns Wirbel für Wirbel bis kurz über den Boden ab.
Lass uns gemeinsam starten. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Rolle dich ganz langsam Wirbel für Wirbel nach unten ab. Schließe deine Knie, stell deine Füße ab. Atme tief ein und aus. Wenn es sich für dich gut anfühlt, zieh deine Knie gerne zur Brust. Mach kleine Kreise über dem unteren Rücken. Und schenke dir selbst eine kleine Massage. Atme tief ein und aus. Stell deine Füße wieder vor deinem Gesäß ab. Lass deine Knie nach außen fallen. Deine Fußsohlen berühren sich. Deine Arme liegen neben deinem Körper. Wir starten gemeinsam. Los geht's. Ausatmend roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Spann den Po maximal an. Und einatmend roll dich bis kurz über dem Boden wieder ab. Ausatmen, streck die Hüfte nach oben Richtung Decke, der Bauch ist fest. Einatmen, roll dich ab. Noch fünf, vier, drei, bleib dran, zwei, eins. Einatmend roll dich Wirbel für Wirbel nach unten ab und schließe ganz vorsichtig deine Knie. Stell die Füße ab und schau, was sich jetzt hier für dich gut und richtig anfühlt. Entweder ziehst du deine Knie zur Brust und machst kleine Kreise über dem unteren Rücken oder lass deine Beine ihren Scheibenwischer von Seite zu Seite pendeln. Wenn du dich danach fühlst, trinke einen Schluck Wasser. Entspann die Gesichtsmuskeln. Schenk dir selbst ein Lächeln. Komm ganz langsam zurück in deine Ausgangsposition. Lass deine Knie nach außen fallen. Deine Fußsohlen berühren sich. Los geht's. Noch fünf, vier, drei, zwei,
1. Roll dich ganz langsam, Wirbel für Wirbel, wieder nach unten ab. Stell deine Füße ab. Vielleicht möchtest du deine Knie jetzt einfach nach innen fallen lassen. Öffne deine Füße, lass die Knie zusammenfallen. Schenk deinem unteren Rücken und deinem Gesäß Entspannung. Vielleicht merkst du noch die Anspannung in deinem Gesäßmuskel. Atme tief ein und aus. Trinke jederzeit einen Schluck Wasser. Du bist gut dabei. Lass uns direkt mit der vierten Übung fortfahren, nachdem du etwas getrunken hast. Bleib weiterhin konzentriert. Starten wir mit der Übung Superman im Vierfüßlerstand. Komme hierfür, wie der Name sagt, in den Vierfüßlerstand. Hole deine Schultern über deine Hände. Hole deine Knie unter deine Hüftgelenke. Spreize deine Finger. Und versuche dein Gewicht gleichmäßig auf alle 10 Finger zu verteilen. Ich mache dir eine Wiederholung vor. Einatmend hebst du den rechten Arm und das linke Bein bis auf Schulter- bzw. Hüfthöhe an. Dein Daumen zeigt nach oben Richtung Decke. Deine Fußspitzen ziehst du an. Mit der Ausatmung bringst du den rechten Ellbogen und das linke Knie zueinander und rundest dich maximal. Wir steigen gemeinsam ein. Hebe den rechten Arm und das linke Bein an. Atme tief ein, ausatmend runde dich. Einatmend in die Länge ziehen. Noch 3. Noch 2. Noch 1. Und auflösen. Wir wechseln die Seite. Hebe den linken Arm und das rechte Bein. Dein linker Daumen zeigt nach oben. Deine rechte Fußspitze ziehst du an. Einatmen, zieh dich in die Länge. Ausatmen, bring den Ellbogen und das Knie zusammen. Einatmen, in die Länge ziehen. Und ausatmen, runde. Noch 3. Noch 2. Ein letztes Mal. Dich in die Länge und löse auf. Sehr gut. Atme tief ein und aus. Kreise deine Schultern. Trinke einen Schluck Wasser. Aktiviere während der gesamten Übung deine Körpermitte. Wenn du dich in die Länge ziehst, aktiviere vor allem deine Körperrückseite. Und wenn du dich zusammenziehst, aktiviere deine Bauchmuskulatur. Zieh den Bauchnabel ganz bewusst Richtung Wirbelsäule. Trinke einen Schluck Wasser. Komm zurück in den Vierfüßlerstand. Spreize deine Finger. Deine Knie sind unter deiner Hüfte. Mit der Einatmung heben wir gleich gemeinsam den rechten Arm, das linke Bein. Los geht's. Noch 3, 2, 1, zieh dich noch einmal in die Länge und löse auf. Wir wechseln die Seite, linker Arm, rechtes Bein, einatmend, los geht's. Drei, zwei,
1. Zieh dich noch einmal in die Länge und löse auf. Sehr stark. Atme tief ein und aus und löse für einen kleinen Moment die Spannung. Schau mal, welche Bewegung sich jetzt gut und richtig anfühlt. Spür in deinem Körper hinein. Vielleicht kannst du einen Bereich wahrnehmen, der hier besonders viel arbeitet. Komm zurück in den Vierfüßlerstand. Hole deine Schultern über deine Hände, deine Knie unter deine Hüften. Mit der nächsten Einatmung starten wir mit dem rechten Arm und dem linken Bein. Los geht's. Runde dich maximal. 3, 2, 1. Einmal in die Länge ziehen, langsam absetzen, Seiten wechseln. Mit der nächsten Einatmung linker Arm, rechtes Bein. Los geht's. Drei, zwei, eins. Einmal in die Länge ziehen, absetzen und tief durchatmen. Super gut. Versuch deine Schultern mit jeder Ausatmung tiefer sinken zu lassen, weit weg von deinen Ohren. An deine Gesichtsmuskeln. Schenk dir selbst ein Lächeln und sei stolz auf dich, dass du dich heute dazu entschieden hast, dir etwas Gutes zu tun. Die vierte Übung ist geschafft. Jetzt geht es mit der letzten Übung des Workouts weiter. Los geht's! Wir beginnen mit der Übung Rocket Plank. Komme dazu in den Vierfüßlerstand. Hol deine Schultern über deine Hände. Spreize deine Finger maximal. Strecke nun das rechte und das linke Bein lang zurück. Aktiviere deine Körpermitte. Zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und zieh dein Schambein Richtung Bauchnabel. Wir werden uns im Wechsel einatmend nach vorne über die Handgelenke schieben und ausatmend wieder zurück. Los geht's. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Das war richtig stark. Locker deine Handgelenke, kreise sie, schüttel sie aus. Atme tief durch die Nase ein und gerne durch den geöffneten Mund aus. Trinke einen Schluck Wasser. Ich hoffe, du konntest spüren, wie die Körpermitte aktiv ist. Versuche, den Po tief zu halten und den Körper in einer Linie. Versuche, während der gesamten Übung deine Hände maximal in den Boden zu schieben und deine Finger in den Boden zu krallen. Komm mit mir gemeinsam in die Ausgangsposition, hol die Schultern über die Hände. Spreiz die Finger. Streck deine Beine lang nach hinten aus. Wir starten gemeinsam.
Noch 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Richtig, richtig gut. Atme tief durch, locker deine Handgelenke, schüttel sie aus. Gönn dir die kleine Pause, trinke einen Schluck. Du darfst jetzt auch gerne anfangen zu schwitzen. Deine Körpermitte arbeitet. Dein kompletter Rumpf ist aktiv. Versuche dich so weit wie möglich nach vorne über deine Handgelenke zu schieben. Komm mit mir gemeinsam in die Ausgangsposition. Spreiz deine Finger. Streck deine Beine lang zurück. Zieh den Bauchnabel ein. Wir starten. Schieb dich so weit wie möglich nach vorne. Zieh den Bauchnabel ein. Schieb die Hände in den Boden. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Super gut. Atme tief durch. Lass die Atmung fließen. Nimm die ganze Spannung raus. Locker deine Schultern, locker deine Handgelenke. Tief und regelmäßige Atemzüge. Der ganze Körper hat gearbeitet und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du gezittert hast. Das ist ein Zeichen dafür, dass deine Muskulatur arbeitet und beansprucht wird. Klasse, das war das Ende unserer Einheit. Ich hoffe, du fühlst dich großartig. Ich freue mich auf das nächste Training mit dir.